Und damit willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ja, wir spielen Dying Light. Ja, Dying Light ist ein Survival-Spiel. So ähnlich, man kann es mit Dead Island vergleichen, aber es ist viel schlimmer und viel heftiger und viel, viel, viel brutaler. Wir werden die Musiklautstärke erstmal. Bin ich wahrscheinlich, guck mal, wie es läuft. Ja, Solo reicht, ne? Ja. Genau, wir fangen mal ein neues Spiel an. Ich bin so gespannt. Ich hab's lange nicht mehr gespielt. Ist so jetzt aber ein Dead Island 2 kommt jetzt auch bald raus. Das ich auf jeden Fall werde ich es mir vorbestellen oder kaufen noch. Dead Island 2, darauf freue ich mich am meisten. Dead Island 2. Okay, es gibt aber, ihr seht hier, wenn ihr mal hier durchliest, so eine Sachen. Aber es gibt nämlich eine Funktion, wie ich dachte, das Spiel wäre kaputt, aber das gehört zum Spiel dazu. Es gibt nämlich eine Funktion, die Gravity-Funktion. Und zwar, die wurde mit dem UFOs reingeholt, weil jeden Gegner, den ihr umbringt oder ihr rumspringt, ist das wie so ein Moonjump oder ein Moonflug der Gegner. Also wenn der Gegner schlägt, der fliegt dann nicht irgendwie boom, auf den Boden, der fliegt dann noch 5 Meter, 100, 1000 Meter weit. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kampagne ist. Die habe ich schon mal gespielt. Ich will aber auf jeden Fall eins löschen. Ja, ich will schon löschen. Ja. Wir fangen an, neues Spiel an. Ich bin echt gespannt. Los geht's. Wir fliegen auf. Normal, natürlich. Wir können es nicht überspringen, weil die ist langweilig. Genau, Dying Light ist ein Spiel. Ist wie Dead Island. Ihr könnt euch damit so in Dead Island so reintuschen. Und zwar, aber es ist ein größeres Spiel mit 1000 Milliarden Aufgaben. Zombies sind die gleichen, die muss man natürlich wieder umbringen mit irgendwelchen Gegenständen, mit sei es Metallrohr, sei es Äxte, sei es Metallhammers. Kneif du ihn, du hast Angst, hab ich nicht. Oh, jetzt kommt das Intro. Kneif ihn, er blinzelt. Was? Da, schon wieder. Was, wenn ein Zombie ist? Ah! Zombie, lauf! Also, in dem Spiel geht's. Na, die Kinder sind weggerannt von mir, weil ich angeblich ein Zombie bin, aber es sieht so schlimm sich auch gar nicht aus. Aber es ist geile Grafik, muss ich schon sagen. Das habe ich früher so oft gerne gespielt, das Spiel. Das glaubt ihr mir nicht, ne? Genau, jetzt sind wir hier drin im Spiel. Es laggt auch gar nicht, finde ich. Ist auch ein also ich finde, für meine Grafikkarte ist das Spiel eigentlich relativ gut. Boah, guck ich das an. Das ist die Stadt Haran übrigens. Ja. Wir werden erstmal hier, also man kann sich erstmal bewegen hier. Das ist ein Scan auf G. Damit kann man Zombies scannen und Sachen. Oh, Radio! Na, ausmachen. Kein Bock auf Radio. Es hat auch ein bisschen eine Ähnlichkeit von Resident Evil 7 oder Resident Evil 8, ne? Mit den ganzen Sachen hier. Aber, ja, ich bin total gespannt, wie das Spiel läuft. Also, ich hoffe, euch gefällt das Let's Play. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn nicht, dann ist es so. Kann ich nichts ändern. Ja, wir laufen uns mal hier rum und gucken mal, was hier so ist, ne? Oh. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, liest du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. 31 heißt doch, wenn man asozial ist, so, ey, du 31er oder so. Ist das nicht so? Ich guck mich jetzt mal hier um. Habe ich keine Taschenlampe? Hey, geiles Spiel, das ist keine Taschenlampe. Kann ich nicht hier irgendwo rein? Nein, ist egal. Okay, jetzt habe ich den Moonjump irgendwie nicht, aber das kommt vielleicht noch. 31, das ist deine Nummer. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist da ein Kurier weniger. Ach, ich bin der 31. Überlebende. Ach so. Oder Infizierte. Ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Kann man darüber reden? Hey, wo ist Raum 190? Oben. Oben. Okay, gehen wir mal nach oben, ne? Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Sick Bay. Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Okay, dann muss ich mich verpissen, ne? Gehen wir erstmal nach oben und gucken, was so Sache ist, ne? In dem Spiel. Hier, ne? Ich suche. Oh, du bist 31. Geh rein. Ich hab nur keinen Bus gelassen.
Boah, sieht geil aus, die Grafik. Ach, wir müssen zu ihnen, ne? Wir überspringen mal diese Kenzen, weil ich hasse die. Ich habe das Spiel 1000 Mal gespielt, ey. Auch wenn ihr, also wenn ihr sehen wollt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Aber ich mag diese... Ich bin nicht faul. Ja, doch, bist du faul. Du bist du faul. Alter, sag! Achso, ich muss oben lang, oder was? Ich hatte das Spiel auch lange nicht mehr, ich habe das schon seit ein halbes Jahr nicht mehr gespielt. Einmal war mein PC kaputt, dann ist es passiert, dass ich irgendwie keine Ahnung was hatte. Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Hm. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Genau. Na, gehen wir mal rein, ne? Oh, ich habe echt Angst, ne? Ich habe das echt lange gespielt und ich weiß nicht, was mir erwartet, ne? Aber ich bin schon mal früher, wo ich das lange, lange her gespielt habe, auf Level 150, glaube ich, gekommen. Hier sind ja einige draufgegangen. Oh. Oh, nee, sind keine Zombies, Baby, bitte nicht. Ach, du Heilige. Aber es hat eine... Es hat irgendwie so eine Atmosphäre wie bei Outlast, finde ich. Also... Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was, ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Oh mein Gott. Ja, genau, ja, jetzt fängt es nämlich an. Jetzt können wir auch mal rennen. Ich habe keine Taschenlampe, warum nicht? Oder auf F. Nein. Damit war's es, ne? Hey, Kollege. Hab mir den Arm verletzt. Ja, ich hole. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Okay, ich muss mich um Mark kümmern, okay. Mach ich das mal eben. Halt, bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Jetzt, endlich. Natürlich komm ich. Was muss ich denn mal machen jetzt? Ah, hier ist kein Kühlschrank mehr. Oh, Wodka! Nägel? Okay. Was man immer machen kann? Keine Ahnung. Okay, wie die bloß. Klebeband? Psst. Brauchen wir den ganzen Quatsch eigentlich? Ach, ich glaube, ich weiß warum. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Kann die aufbrechen? Kann man vielleicht sogar. Ne, ich mach meine Dings damit kaputt. Teilteile. Okay. Und da oben ist noch ein Raum. Okay, geh mal dahin. Klebeband, okay. Hm. Ah! Eine Blechdose, ja. Mull. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen. Jetzt kann man nämlich hier am Gegenstand herstellen. Oh, ich habe echt Angst davor, ne? Machen wir's. Yes. Habe ich jetzt einen Bug ausgelöst? Oh nein, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Oh, ich bin so
schlau, ne? Ich hätte das erst machen müssen. Danach, wenn ich diese Dings bekommen habe. Ich habe das so früh gemacht. Ach du Heilige. Das wollte ich doch nicht. Scheiße, Mann. Fuck, ey. Was mache ich jetzt? Scheiße. Oh Mann, ey. Bin so schlau. Leute, ich muss das Spiel neu starten. Oh, scheiße, das gibt's doch gar nicht, Mann. Ich hab jetzt... Ein Fehler war... Hm. Mist, ey. Leute, so blöd bin ich auch nur, ne? Komm. Scheißdreck, ey. Ah, Mann, ey. Ja, fortfahren. Mark war hier, um seinen Bruder zu suchen. Aber der hatte sich schon verwandelt und ich musste ihn erlösen. Okay. Jetzt aber. Ey, das gibt's doch nicht. Ach so! Okay. Ja, ich hätte auf den Würfel gehen müssen. Okay, das habe ich erst gesehen. Okay. Mein Fehler. Jetzt aber. Okay, wer... Okay. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Stromkabel. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Okay. In einem Käfig. Das spiele ich auch mal, weil ich habe keinen Bock, das mal zu lesen. So, zieh dich erstmal um. Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Ja. Einmal Tür aufschlagen. Hier rein? Nein. Boah, ey. Genau. Ja, und was wir machen? Ah, jetzt kann man sich umziehen, ne? Frische Kleidung, ne? Tada! Okay. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Oh, Mann. Ah, jetzt lernen wir den Parkour, ne? Ich seh dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Oha. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Jetzt lernen wir das, ne? Ja, Parkour gelungen. Sie benötigen die Sprungtaste. Okay. Okay. Sollte sich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das hoch. Wo bist du, du Renner?
Willkommen im Fitnessbereich. Kann er aber noch weiter hoch? Boah, Leute. Nein! Was hab ich hier? Okay, warum? Nein! Scheiße! Scheiße! Um zu über. Ich hab ein paar typische Situationen vorbereitet. Okay, ich bin verpackt oder was? Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Ringgänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Okay. Also, ich hab. Also, ihr verarscht, Fahrschule. Ich hab an der Stelle. Die Gott, kommt. Eine Tag dran gesessen, ich hab's nicht hinbekommen. Ihr müsst nämlich jetzt hier ein Angriffsgewinn, der jetzt da rüber springen. Und ich habe das nie geschafft. Komm her! Ja, ich hab verloren. Siehe? Und ich hab da Stunden und Jahre dran gesessen, kann man schon sagen. Weil ich das nie geschafft habe. Nicht schlecht! Jetzt! Für einen Neuling! Ja, ich weiß. Also gut, rauf auf das Gerüst dort und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz. Ups, ja. Mein Lieblingstrick, Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Katzensprung, also ey, soll ich da echt rüberspringen? Der will mich doch umbringen. Das geht doch gar nicht, oder? Oh mein Gott. Okay, okay. Und rüber. Ja, gut, Crane. Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Oder hast du das schon mal gemacht? Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Okay, nochmal. Was ist, ne? Was? Oh! Passiert mit mir! Crane? Sag nicht, dass ein. Crane? Sag doch was! Was ist denn los? Scheiße. Irgendwas stimmt nicht! Rahim! Was ist mit mir passiert? Ach, Scheiße! Du hast bestimmt deinen ersten Anfall! Komm hier hin zu. Nein, ich bin Zombie, ne? Rahim, was zum... Ehe du zu Sarah gehst, solltest du mit dem... Okay, ich muss jetzt zu Sarah. Wer ist das denn? Kann ich nicht. Da gehen wir hin, ne? Was macht er? Ah, hier muss ich hin, okay. Also gut, sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Sarah mir hilft, diese Infektion... Sarah, ja, das ist der Wichtigste. Genau, ich heiße Kranke. Also, vielleicht findet sie sogar eine Frau. Lustig. Ah, die können wir einlösen, Leute. Dann kriegen wir nämlich den König. Der König ist nämlich. Damit können sie gegen. Damit kann, könnt ihr Gegenstände herstellen, die sie richtig, richtig werfen. Ey, wir können sogar eine Pistole schon mitnehmen. Ich nehme einfach alles mit. So. Gibt ja nichts, ne? Okay, wollen wir mal, ne? Okay, Neuling, sei vorsichtig. Leute, das ist echt gefährlich. Wir haben schon zu viele verloren. Ja, Leute. Okay, Neuer.
Dr. Sarah ist in einem Anhänger auf... Leute, um was da geht, sind wir im nächsten Part. Haut rein. Das Spiel macht aber Bock. Haut rein.